Hallo zusammen, mit dem neuen Update sind auch neue Steckplätze für die Juwelen oder für die Mineralien, je nachdem wie man sie nennen mag, herausgekommen. Und diese neuen Steckplätze sind einmal das Armband, die Halskette und das Zauberbuch. Wenn man nun die bestehenden Mineralien ganz geschickt verteilt, dann kann man richtig viel für sich herausholen. Also man wird deutlich stärker. Und wie man das macht und wie man vor allem die Level 16er Bonis, die man noch freischalten kann, die seht ihr hier als Beispiel, Angriff plus 5%. Wenn man die freischaltet und zwar ziemlich geschickt, dann kann man sehr, sehr viel für sich herausholen. Und dafür habe ich euch eine kleine Hilfestellung erstellt und die werde ich euch auch jetzt erklären. Wenn ihr dieses Bild nun anschaut, dann seht ihr, habe ich hier unten diese Bilder von den Steckplätzen übernommen, also von Waffe, Rüstung, Ringe und so weiter, und darüber habe ich Buchstaben verteilt, und zwar von A bis F, und dabei ist A das Beste und B das Zweitbeste, C das Drittbeste und so weiter, und F ist das Schlechteste, also der schlechteste Steckplatz. Und so habe ich dann die Besten, also A, da seht ihr, ist die Waffe und das Zauberbuch. Das sind die Besten. Warum sind das die Besten? Denn sie geben mit Level 16 beide 5% Angriff, und das ist ziemlich viel. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr 20.000 Schaden habt, sind 5% Angriff nochmal zusätzlich 1.000 Schaden. Das macht euch sehr, sehr viel stärker. Deswegen sind diese zwei Steckplätze auch A und damit auch die besten. Und ihr solltet nun schauen, dass ihr bei diesen zwei Steckplätzen die Gesamtlevel der Mineralien auf über 16 bringt, damit ihr diese 5% Angriff freischalten könnt. Damit ihr nun auch wisst, wo ihr eure Mineralien verteilen könnt, denn ihr wisst ja, nicht alle Mineralien könnt ihr überall hinzufügen, habe ich euch, um die ganze Sache noch ein bisschen einfacher zu machen, auch die Mineralien hier hinzugefügt, die ihr in diesen Steckplätzen vergeben könnt. Und wie ihr hier gut an dem Bild sehen könnt, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Rubin und Kunzit. Das sind die, die in der Waffe sind. Die könnt ihr natürlich einmal in der Waffe, aber auch im Zauberbuch vergeben. Und da solltet ihr schauen, dass ihr hier diesen Boni für das Gesamtlevel 16, diese 5% als erstes freischaltet. Denn ihr könntet auch Kunzit und Rubin bei F vergeben, also bei diesem ersten Begleiter, und da ist der Boni nicht so gut, denn der macht nur euren Begleiter stärker und euch selber nicht so stärker. Deswegen bringt euch dieser Steckplatz nicht so viel. Deswegen solltet ihr erstmal eure Priorität auf die anderen zwei, also auf Bogen und auf Zauberbuch legen. Kurz gesagt, bei der Umverteilung solltet ihr darauf achten, dass ihr als erstes die Steckplätze mit A und danach die Steckplätze mit B und dann die mit C auf Gesamtlevel 16 bringt und dann anschließend die mit D, E und F und dann einfach so verteilt, dass ihr bei A, B und C als erstes den Gesamtlevel 16 bringt, denn das bringt euch den meisten Vorteil. Übrigens, ein kleiner Tipp noch. Wie ihr jetzt hier auch in dieser Übersicht seht, gibt es ja Steine, die öfters benötigt werden und Steine, die nicht so häufig benötigt werden. Jetzt als Beispiel, diese orangenen und gelben Steine werden nicht so häufig benötigt wie die roten und pinken, und genauso werden auch die grünen und die blauen häufiger verwendet als gelb und orange. Deswegen kann es auch manchmal ganz schlau sein, wenn man zum Beispiel drei rote Level 5er hat. Die kann man dann natürlich zu einem Level 6er Rubin fusionieren, aber es kann manchmal schon schlau sein, dass man das nicht tut, denn wenn man drei Fünfer zu einem Sechser macht, kann es dann passieren, dass einem zwei Fünfer fehlen, um einen Boni freizuschalten.
Und dann hat man eventuell beim Fusionieren auf einen höheren Stein einen Nachteil. Ich hoffe, das Ganze hilft euch. Ihr dürft euch auch gerne einen Screenshot machen, dass ihr da immer wieder mal nachschauen könnt. Ich glaube, dieses Bild auch bei uns auf dem Discord veröffentlichen, vielleicht unter den Tierlisten, dann nenne ich das irgendwie Tierliste Mineralien. Und dann war es auch schon mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, lasst ein Abo da und macht die Glocke an. Dann würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.